kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei der Gothic 2 Original Iver Edition. Wir sind hier gerade in der Nähe von Groms Holzfällerlager. Und ich wollte mal den Trollen einen Besuch abstatten. Einfach um zu gucken, ob die auch diese gleichen Angriffsanimationen haben wie der schwarze Troll. Schauen wir mal. Aha. Oh ja, haben sie. Und man kann den nicht ausweichen. Die Trolle sind jetzt richtig krass. Ich frage mich, wie man die dann besiegen kann. Das frage ich mich gerade wirklich. Naja, ich laufe mal vorbei. Ich nehme mal das mit. Rolle, alle gut? Alles gut? So, ich gehe da mal wieder, ne? Und dann werden wir jetzt nochmal zu den Banditen da oben gehen. Dann besorge ich mir noch das letzte Ornamentteil. Wir gehen zu den Wassermagiern, geben da alles ab. Und dann wollte ich ja Mission Crawlerplatte verfolgen. Die große Frage ist jetzt nur, mit mir kann man sowas nicht machen. Wird das ausreichen, um die Banditen hier zu töten mit dem Gewittersturm hier? Ich habe zwei Stück. Zwei Stück. Jetzt kannst du was erleben. Ich habe jetzt auch Greg sauer gemacht, ist das Problem. Das ist das Problem. Oh nein, geh da hoch! Nein! Leg dich nie wieder so mit mir an. Dämlicher Mistkerl! Okay, aber das Gute ist, ich kann auf jeden Fall die ganzen Banditen mit einem Unwetter wegkloppen. Das wäre ein bisschen Overkill. Greg kämpft, glaube ich, gegen den anderen Typen, ne? Ich muss den fertig machen hier. Oh, wo kommst du her? Okay, perfekt. Noch einer. Nice. Fehlt ja nur noch der Schildboy. Bleibst du wohl stehen? Der ist verdammt stark.
War Doppelschlag. Crit wäre mal wieder gut. Lief sehr gut. Das war echt eine gute Aktion. Schöne Sache. So, dann kann ich jetzt hier den Rest noch plündern. Und nur ein Stufenaufstieg. Nicht übel. Dann kann ich ja jetzt noch die üblichen Tiertrophäen lernen, die ich noch gelernt habe. Alter, wie der hier liegt. Mission Crawlerplatte kommen wir auch weiter. Hier kann ich noch Eisenerz holen. Und ein Bernsteinsplitter. Hier kann ich sogar auch. Coole Sache. Alles klar, dann. Durch. Na? Eine Sache noch. Ich bin dir dankbar, dass du mir geholfen hast.
Das macht uns aber noch lange nicht zu Freunden, klar? Oh, ich dachte, ich erzähle dir nochmal, dass die Wassermagier jetzt ein Portal haben, aber wenn du nicht willst, dann willst du nicht. So, questtechnisch, was haben wir noch? Gehe ich jetzt auch einmal zu Grumm. Wir können auch einmal zu Garn. Da gehen wir erstmal ins Minental. Hey, du! Ich kann die Ornamental auch später abgeben. Bring mir das Jagen bei. Was willst du lernen? Ein Schattenläuferhorn bekommst du ab, wenn du dich mit aller Kraft gegen den Schädel stemmst, am Horn ziehst und das Ding mit deiner harten Klinge heraustrennst. Ich weiß nicht, wenn ich anfange, Tetrophen zu lernen, ne, ein Teil, dann möchte ich irgendwie immer alles lernen. Und ja, wenn ich so ausführlich Gothic spiele, dann mag ich das auch richtig, das zu können. Ich weiß nicht warum. Also oft horte ich dann auch diese Trophäen, aber irgendwie mag ich das einfach. Weil dann habe ich immer das Gefühl, jetzt muss ich alles nehmen. Jetzt muss ich alles lernen, alles nehmen. Aber wer weiß, vielleicht sind die Sachen ja hier auch doch mehr wert. Oder haben noch irgendeinen anderen Nutzen für spätere Waffen oder so. Mal gucken. So, dann gehen wir mal zu Garn. Der müsste doch hier rumgeistern. So dreist, dass ich ihn noch bezahlen muss, obwohl wir beim Regen sind. Hier, 100 Goldmünzen für dein Wissen, Tiere auszunehmen. Danke. Jetzt kommen wir ins Geschäft. Was kannst du mir beibringen? Kommt darauf an, was du wissen willst. Oh, Reptilienhaut kann er mir beibringen? Fälle ziehst du am besten ab, indem du einen tiefen Schnitt an den Hinterläufen des Tieres vornimmst. Dann kannst du das Fell von vorne nach hinten eigentlich immer sehr leicht abziehen. Du stemmst dein Messer tief in die Stirn des Tieres und hebelst das Ding vorsichtig nach oben. Sollte es sich dann noch nicht vom Schädel trennen lassen, hilfst du mit einem zweiten Messer von der anderen Seite nach. Jo, jetzt haben wir noch 4 Lernpunkte. Kann ich vielleicht noch gebrauchen, irgendwas beim Schmieden da zu lernen. Aber das müsste jetzt eigentlich auch schon 6 kosten. Naja, dann machen wir den Abstecher ins Minental. Das wird aber jetzt noch kein ausführlicher Abstecher. Ich werde nur mit den Leuten reden, glaube ich, die mich sowieso ansprechen. Und, ja. Bist du sicher, dass du da rein willst? Ich befürchte, du wirst nicht sehr weit kommen. Die Orks stehen auf der anderen Seite. Wenn es einen Weg ins Minental gibt, werde ich ihn finden. Gut, dann geh. Geh mit Innos. Wurde der eigentlich informiert oder warum wusste der, dass wir hier rein wollen? Erstmal wurden wir aufgehalten. Blöden Ratten. So, seid ihr alles normale Goblins? Ich glaub, die töten mich. Mit blöden Rückentreffern.
Alter, war das knapp. Ganz schön risky. Ist hier noch ein Zauber vielleicht? Jo. Welches Level sind wir jetzt eigentlich? 16. Dann mal rein ins Tal. Interessantes Ladebild. Ist auf jeden Fall recht düster hier. Moment. Ein Teleportstein? Oder liegt er diesmal in der Burg? Obwohl, nee. Hat ja keinen Sinn. Boah, das. Also, wenn es keine Teleporter gibt, das wäre schon nicht so schön. Muss ich sagen. Aber schöne Änderung, dass man diesmal hier morgens ins Tal kommt. Und nicht genau zum Nachteinbruch. Kommt auch keine Cutscene mehr? Oder wie ist das? So, schaffen wir den Drachensnapper auch? Warte, wenn ich kritte, dann ist das schon gut. Sind gerade nicht auf meiner Seite. Nice. Wir
geht's denn hier lang? Ist hier nur eine Aussichtsplattform? Ja. Ja, hier ist das Tal ja sehr erweitert. Aber ich denke, wenn wir erst Jaken da machen und die Klaue Belias haben, dann wird das sehr viel angenehmer, hier durchzumarschieren. Der reißende Fluss sieht sehr schön aus, muss ich sagen. Das hat was. Wenn du überleben willst, dann geh zurück. Wo auch immer du hergekommen bist. Warum stehst du hier rum? Ich komme aus der Burg. Sie haben mich geschickt, nach den Vermissten zu suchen und die Gegend zu erkunden. Interessante Rüstung, die du da trägst. Vermisste? Beim Angriff der Drachen sind einige abgehauen. Die meisten haben es nicht geschafft. Wen wundert's? Aber wenn es noch Überlebende gibt, werde ich sie zurückbringen. Kannst du mir helfen, in die Burg zu kommen? Klar, aber du musst mir einen Gefallen tun. Wenn du es bis in die Burg schaffst, dann sprich mit dem Paladin Oryk. Sag ihm, dass es seinen Bruder oben am Pass erwischt hat. Wie komme ich in die Burg? Zunächst mal kannst du den direkten Weg vergessen. Aber wenn du die Burg einmal umkreist, hast du von der Rückseite eine Chance. Du solltest die Wege meiden und den Fluss nutzen. Am besten du schwimmst ein Stück flussabwärts, von da an ist es leichter. Hinter der Burg steht eine Orgramme, darüber kommst du hinein. Schleich dich so nahe wie möglich an die Orks ran und dann lauf. Wenn du schnell genug bist, kannst du es schaffen. Was muss ich über diese Gegend hier wissen? Die Grünfälle belagern seit Wochen die Burg. Und irgendwo verstecken sich auch diese Drachen. Das ganze Minental wimmelt nur so von Orks. Ganz egal, wo du hin willst, das wird kein Spaziergang. Hier ist noch ein Drachensnapper. Das ist nicht so gut. Ich würde gerne die Lurker töten, aber zwei sind, glaube ich, ein bisschen krass, oder? Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ein Mist, viel weniger. Schon krass, wie das hier aussieht. Und hier ist ja... Oh, das sind da zwei. Der Außenring auch. Ist wieder da. So, ich glaube, ich laufe einfach mal. Oh shit. Oh. Wie cool das hier aussieht. Hier ab, ey. Ich hab's gewusst. Ich wusste, einer wird es schaffen. Bist du über den Pass gekommen? Dann hat unser Bote es geschafft und ist durchgekommen. Nein, euer Boot hat es nicht über den Pass geschafft. Ich komme im Auftrag von Lord Hagen.
Verfluchte Orks. Nun, Kommandant Garond wird sicher mit dir sprechen wollen. Du findest ihn im großen Haus, das von zwei Rittern bewacht wird. Wo gibt's hier Ausrüstung? Tandor gibt die Waffen raus. Für alles andere ist Engor, der Verwalter, zuständig. Was ist mit magischem Bedarf? Wir sind mit Spruchrollen ausgestattet worden. Wenn du welche haben willst, lass es mich wissen. Zeig mir deine Spruchrollen. Die kaufe ich mir. Nice. Das ist auch sehr nice. Haben wir jetzt 70 Stärke. Ich weiß nicht, ob das ausreicht, um eine bessere Waffe zu tragen. Hier sieht sie auch sehr cool aus, ey. Aber irgendwie scheint es keine Teleportsteine mehr zu geben, oder? Sieh an, wer zurückgekehrt ist. Unser Held aus der Barriere. Schön, dich zu sehen, Milton. Bist du immer noch hier oder schon wieder? Schon wieder. Nach dem Fall der Barriere bin ich ins Kloster der Feuermagie gegangen. Aber als klar war, dass die Paladine herkommen wollten, erwies sich meine Erfahrung und Ortskenntnis als ziemlich nützlich. Also bin ich kurzerhand mit der heiligen Mission betraut worden, die magische Unterstützung für diese Expedition zu übernehmen. Kannst du dich noch an Gorn, Diego und Lester erinnern? Klar kenne ich die Jungs noch. Nun, Gorn und Diego sind nicht weit gekommen. Sie wurden hier im Tal von den Paladinen aufgegriffen. Lester ist allerdings verschwunden. Ich habe keine Ahnung, wo er sich rumtreibt. Ich habe Lester getroffen. Er ist jetzt bei Xardas. Wenigstens eine gute Nachricht. Nun, ich habe nichts Erfreuliches zu berichten. Ja, Milton, das ist schlecht. Aber... Ich würde gerne... Türschlüssel? Ich würde gerne den Teleporter haben. Du bist über den Pass gekommen? Respekt! Wir haben schon viele Männer da draußen verloren. Ich weiß selbst, wie es draußen ist. Ich habe eine Zeit lang einen Spähtrupp begleitet. Hast du eine Waffe? Wenn du eine gute Waffe brauchst, bist du bei mir richtig. Zeig mir deine Ware. Ja, nee. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, der Türschlüssel ist auf jeden Fall nicht dafür. Steht das vielleicht dabei? Aufwecken. Müsste auch noch ein Schlüssel rumliegen. Aber wie schön die Burg gestaltet ist, ne? Mit den Leuten rede ich hier später. Bin ja nur... Halt! Wer bist du? Viel wichtiger ist die Frage, wo ich herkomme. Ich bin über den Pass gekommen. Also willst du mich jetzt aufhalten oder kann ich rein? Konnte ich ja nicht wissen. Klar kannst du rein. Ich wollte ja hier nur diese eine Spruchrolle holen. Von mir erfährt keiner was. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Hm.
Da ist er. Nichts drin. Der gute Parsival ist hier. Cool, wie er das Schloss in die Hand nimmt. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Das war doch schon vorher. So. Das hier ist noch wichtig. Dann haben wir das schon mal für Jagende. Wenn ich gerade schon mal im Turm bin, dann können wir hier mal gucken, was hier sonst noch so ist. Auf jeden Fall sehr interessant umgestaltet, der Turm. Gefällt mir. Habe ich auch, glaube ich, bisher in keiner Version so gesehen. Ich bin immer wieder erstaunt über die verschiedenen Versionen der ganzen Mods. Oh, die können wir sogar tragen. Na gut, dann muss ich wohl akzeptieren, dass es keine Teleportsteine gibt. Oder es gibt sie erst in den späteren Kapiteln. Aber ich fand es eigentlich immer sehr angenehm, dass man, wenn man ins Minental gegangen ist, hier die Teleportsteine bekommen hat. Dann, ja, versuche ich jetzt mal mein Glück. Ich werde versuchen, zur Gehstadt zu laufen. Nur Innos entscheidet über Recht und Unrecht. Den Rest schauen wir uns hier später an. Das hat jetzt für mich hier gar keine Priorität gerade. Ich bin ganz deiner Meinung. Ja, er ist ganz meiner Meinung.
glaube, das wird jetzt gar nicht so leicht. In eine Verwandlung? Nee. Ich hätte die Drachensnapper-Verwandlung einsammeln können. Boah, dieser Ork-Armbrustschütze. Armbrust der Orks. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Oh shit. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Selbst mit Sprintmod, wenn hier noch eine Armbrustschütze ist, dann bin ich komplett im Arsch. Da ist einer. Oh, wie der Schlamm hier aussieht. Ist ja eine geile Textur. Nein! Wie ist das? Hilfe! Ein Mist viel weniger. Oh, Alter, du bist mein Held. Hey. Wie sieht's aus? Mutig von dir, hierher zu kommen. Hast dich verlaufen, was? Kann man so sagen. Was machst du hier oben? Ich bin hier, um Geld zu machen. Hier in der Einöde? Ich bin Jäger. Hab mich auf die schwierigen Fälle spezialisiert. Feuerwarane, Minecrawler, Drachensnapper. Alles, was sonst kein anderer jagen würde. Das bringt Geld. Tolle Rüstung, die du da trägst. Ja, schwer zu kriegen. Die ist aus Minecrawler-Platten gemacht. Hat mir ein Typ namens Wolf angefertigt. War damals Gefangener hier in der Kolonie. Hab ihm ein paar Minecrawler-Platten besorgt und ein paar Tage später war das Ding fertig. Der Typ ist okay. Wo ist dieser Wolf jetzt? Ist lange her, dass ich ihn gesehen habe. Damals war er einer der Söldner hier in der Kolonie. Vermute, dass er immer noch mit den Jungs rumhängt. Was gibt es hier zu sehen? Eine Menge Feuerwarane, Orks, was weiß ich noch alles. Bin noch nicht weiter oben auf der Hochebene gewesen. Würde auch dir davon abraten, es zu versuchen. Hört sich nicht gut an, was da oben haust. Kannst du auch Drachen ausnehmen? Frag mich das später nochmal, wenn du bereit für sowas bist, okay? Bring mir bei, Tiere auszunehmen. Warum nicht? Hab im Moment genug. Die Zunge von einem Feuerwaran schlägst du mit einem Messerhieb aus dem Maul, während du sie mit der anderen Hand festhältst. Ja, alles klar. Dann hätten wir das auch noch. Da können wir jetzt zurück. Tränke sind hier in der Mod total uninteressant. Ne? Gebratenes Fleisch ist tausendmal besser, weil das prozentual halt. Und interessant, dass es jetzt hier auch einen Weg gibt. Aber will ich hier wirklich lang? So, den Lederbeutel nehme ich noch mit, aber... Oh, wir marschieren ja jetzt. Ja gut, wir können wieder abhauen.
Das muss ein bisschen wehtun, glaube ich. Und interessant, dass wir hier wieder Strömung haben. Wie in Gothic 1 schon. Naja, dann hau ich jetzt mal ab. Ich glaube, wenn mich so ein Armbrustschütze in den Rücken trifft, dann bin ich direkt tot. So, wie komme ich jetzt am besten wieder zurück? Ich freue mich schon, hier alles zu erkunden. Das sieht so cool aus hier. Nur für das Erste habe ich ja das, was ich wollte. Wir haben die Möglichkeit, uns die Crawler-Plattenrüstung herstellen zu lassen. Wir haben einen Stärke-Gürtel. Und wir haben das Wissen über die Blutfliegen, ohne Lernpunkte auszugeben. Und wer weiß, vielleicht kann ich ja bald schon die nächstbessere Waffe bei Harad dann auch tragen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viel Stärke die brauchte. Wir werden sehen. Das Einzige, was ich schade finde, ist die Sache mit den Teleportsteinen, aber vielleicht klärt sich das noch auf. Und ich muss unbedingt Fleisch braten. Muss ich gleich mal machen auf Onas Hof. Das mache ich echt selten, dass ich mal so einen Abstecher ins Minental mache. Und dann wieder zurückgehe. Aber es lohnt sich. Also die Crawler-Plattenrüstung. Wenn man sie später erst sich irgendwann holt, dann bringt die ja kaum was. Aber jetzt ist sie noch gut. Und auch das Wissen über die Blutfliegen ist ja auch wertvoll. Und dann können wir uns gleich das Ornamental holen und zu den Wassermagiern. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Ich habe gehört, du kannst Rüstung aus Crawlerplatten herstellen. Stimmt. Von wem hast du das gehört? Ein Jäger namens Gestad hat mir davon erzählt. Kannst du mir so eine Rüstung herstellen? Klar. Bring mir 10 Crawler-Platten, dann mache ich dir eine. Wie viel willst du dafür haben? Ach, lass gut sein. Ich mache sie dir umsonst. Um der alten Zeiten willen. Ich habe die Crawler-Platten für die Rüstung. Gut, immer her damit. Okay, wo ist die Rüstung? Ich werde sie dir zusammenbauen. Komm morgen wieder.
muss man mal kräftig dazwischen hauen. Ja, dann pennen wir mal ein bisschen. Ich weiß gar nicht, warum das ist wirklich nicht mein Problem. Uns verdient. Meine Meinung kennst du ja schon. Okay, wo ist die Rüstung? Ich hab sie fertig. Hier ist sie. Ist ziemlich gut geworden, finde ich. Danke. Nicht der Rede wert. Bester Mann. Oh ja. Oh ja, das ist auf jeden Fall ein gewaltiger Boost an Rüstung für uns. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Gerade in dieser Version lohnt sich das ja richtig. Ich kann das nicht mehr. Hey, pass auf! Ja, weißt du, kommst mir zu nah und dann soll ich aufpassen, oder was? Irgendwelche Neuigkeiten? Du hast die falsche Wahl getroffen. Du hättest zu uns gehören können. Ah, hätte, hätte. Was mir beim Schild auch gefallen würde, wenn er das einfach so trägt wie bei Skyrim. Einfach immer am Arm, seitlich. Das wäre auch eine Möglichkeit, ne? Auf dem Rücken ist zwar auch cool, aber es klippt halt immer so durch. Beste Idee mit der Crawler-Plattenrüstung. So. Hab ich denn jetzt noch irgendwas anderes zu tun? Die Blutkelche theoretisch. Müsste ich halt Taschendiebstahl lernen. Was ich auf jeden Fall da mal checken kann, ist, ob ich bei Harad jetzt noch was Besseres holen kann. Ich bräuchte eh erst ein Level up, aber einfach um es auszuchecken. Da oben auf dem Berg sind Goblins. So, dann geben wir einmal die Teile ab. Hey! Wegen der fehlenden Ornamente. Ja? Ich habe sie gefunden. Das ist großartig! Jetzt habe ich sie alle. Jetzt müssen wir sie nur noch zusammenfügen. Wir müssen mit vereinten Kräften wirken, um das Ornament wieder zu einem Ring zusammenzufügen. Hier, ich kann dir für deine Mühen einige Goldmünzen geben. Folge mir. Ja, ich gehe aber einmal kurz in die City. In der Zeit können wir denn hier herumlaufen. Einmal kurz bei Harad vorbei. Jetzt sagen sie nicht mehr für den König. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube da nicht dran. Zeig mir deine Ware. Und noch irgendwelche coolen Waffen? Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Ich glaube nicht, dass ich daran was ändere. Ach, erzähl mir nicht.
was. Schlimme Zeiten sind das. Es braucht 80 Stärke. Mein Mann sieht das anders. Das habe ich schon immer gesagt. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ich könnte gucken, ob ich mich schon mal die Vorbereitung treffe für die Alchemie, ne? Obwohl, warte mal, erstmal checke ich Harad ab. Mit dem Schwert. Ich weiß jetzt nicht, was er genau brauchte. Hey, du! Da bist du ja wieder. Bring mir bei, wie ich ein ordentliches Schwert schmieden kann. Das könnte ich sogar tragen, aber es kostet 5. Brauche ich ein Level ab. Das dauert noch ein bisschen, bis ich Level ab bin. Ich könnte natürlich noch Viecher schnitzeln gehen, irgendwo im Wald. Aber das Schwert könnte ich tragen. Jetzt habe ich noch 3 Lernpunkte. Ich könnte schon mal bei Ignaz hier lernen, wie ich Tränke mache. Damit wir später das Stärke-Elixier machen können. Lehre mich die Kunst der Alchemie. Was willst du wissen? Reicht das schon? Um bei Konstantino zu sagen, wir kennen uns mit der Alchemie aus? Ich bin auf der Suche nach neuen Rezepturen für Tränke. Hast du bereits Erfahrung mit der Alchemie? Ja, habe ich. Und du lebst noch. Das sind schon mal gute Voraussetzungen. Ich denke, ich kann dir einige Rezepturen verraten. Es kommt natürlich darauf an, was du wissen willst. Welche Rezepturen kannst du mir beibringen? Ich kenne einige. Triff deine Wahl selbst. Geil, okay, das kann er mir dann schon beibringen, geil. Dann würde ich sagen, ich versuche jetzt noch ein Level abzubekommen. Ich könnte auch mal Valentino verprügeln. Das Tier. Und es ging ein in Belias. Dann könnte ich noch versuchen, ein Level abzubekommen. Ich könnte ganz viele, ich könnte die ganzen Leute im Hafen verkloppen. Das bringt gute Erfahrung. Zeig's ihm! Zeig's ihm! Zeig's ihm! Zeig's ihm! Zeig's ihm! Nicht schlecht. So komme ich bestimmt auf meine Erfahrung. Nicht schlecht. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Zeig's ihm! Das nächste Mal werden wir ja sehen. Hau drauf! Mach ihn fertig! Nicht schlecht. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Das bringt auch gutes Gold auch. Ne, das läppert sich ja auch zusammen. Zeig's ihm! Er sollte lieber den Mund halten. Zeig's ihm! Hau drauf! Ich könnte auch Laris versuchen zu verprügeln. Weil das schon echt schwer wird, glaube ich. Zeig's ihm! Nicht schlecht. Hau drauf! Mach ihn fertig! Jetzt wird's lustig. Mach ihn fertig!
Nicht schlecht. Das wird ihm eine Lehre sein. Ihm vor allem. Das nächste Mal werden wir ja sehen. So. Durch Ladus verdreschen. Das nächste Mal werden wir. Immer feste drauf! Ich glaube, das wird hart. Na mach schon! Ha, ein oh, Kampf! Shit. Na mach schon! Das nächste Mal werden wir ja sehen. Ich bin fertig! Na mach schon! Zeig's ihm! Also, wenn ich kritten würde. Ja, so ist gut! Zeig's ihm! Na mach schon! Mach ihn fertig! Zeig's ihm! Ja, so ist gut! Zeig's ihm! Noch wissen, was Laris für ein Schwert Zeig's ihm! Hat. Ja, so ist gut! Zeig's ihm! Immer feste drauf! Zeig's ihm! Immer feste drauf! Mach ihn fertig! Hau mach drauf. Ihn fertig! Ja, mach schon! Weiß. Hau Zeig's drauf. Ihm! Immer feste drauf! Hau mach ihn drauf. Fertig! Immer feste drauf! Hau Zeig's drauf. Ihm! Ja, so ist gut! Zeig's ihm! Fertig. Ja, so ist gut! Mach Hau ihn drauf. Fertig! Mach Hau ihn drauf. Fertig! Zeig's Mach ihn ihm! Fertig. Mach ihn schon. Fertig! Hier im Hafen weiß man eine ordentliche Schlägerei noch zu schätzen. Zeig ihn fertig! Mach ihn fertig! Hau Zeig's drauf. Ihm! Mach ihn fertig! Zeig ihn fertig! Hau Mach ihn fertig! Zeig ihn fertig! Oh shit, jetzt bin ich im Arsch. Zeig's ihm! Hau drauf! Nein! Oh Zeig's nein! Ihm. Der arme Kerl kann mir leid tun. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Problem. Jetzt wird's. Ja, so ist gut. Nice. Ich kann es nicht glauben. Oh. Das weiß doch inzwischen jeder. Das ist, glaube ich, das, was ich schmieden kann, ne? Ja, ganz ehrlich, dann brauche ich das erst gar nicht lernen. Perfekt. Laris, bist du, Mann? Da kann ich auch einfach, Was du nicht sagst. Oh, mein Schädel. Jetzt zwei Stufen warten und dann Stärke-Amulett lernen. Warte mal. Gut. Du hast gewonnen. Was willst du? Oh, nichts. Ja, das ist ja noch besser. Ich habe so einiges gehört. Mich brauchst du das nicht. Perfekt. Ja, soll ich die anderen jetzt noch verprügeln hier? Ich bin mir da nicht so sicher. Nee, ich glaube nicht. Können wir das später noch machen, bei Bedarf. Schlimme Zeiten sind das. Schlimme Zeiten sind das. Wirklich? Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Ich habe was anderes gehört. Ja, nice. Dann können wir jetzt zu den Wassermagien gehen und nach Jacken da. Weil das ist das, ne? Da bist du ja wieder. Bring mir bei, wie ich ein ordentliches Schwert schmieden kann. Ja, das ist es. Geil. Sehr, sehr geil. Wir können nur abwarten. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Dann sind wir jetzt sehr gut ausgestattet. Guck mal, dieses Schwert hält er auch richtig. Halbwegs. Aber das ist schon echt groß. Für ein Einhandschwert. Aber schön. Das ist ja auch ein Bastardschwert, also passt das ja. So. Da
stehen die Halunken. So. Und nun geh zur Seite. Ich glaube mal, das geht schneller. Das Ornament ist wieder zusammengesetzt. Da du uns die notwendigen Bruchstücke dafür gebracht hast, sollst du sie auch ins Portal einsetzen. Geh zu Saturas und lass dir den zusammengesetzten Ring geben. Das Portal wird sich dann hoffentlich öffnen. Hoffen wir es mal. Gib mir den Ring. Ich werde das Portal öffnen. Gut, als neues Mitglied unserer Kinder soll dir diese Ehre zuteil werden. Doch warte ich noch auf eine Nachricht von Vatras. Bevor ich sie nicht erhalten habe, können wir noch nicht gehen. Ich habe eine Nachricht von Vatras für dich. Höchst interessant. Nun gut. Hier, nimm den Ring. Wir werden uns am Portal versammeln und auf dich warten. Wenn Nefarius recht hat, wird sich das Portal öffnen, sobald du den Ring dort einsetzt. Ja, das wird schon. So, hat sich noch irgendwas hier zu tun? Ich glaube erstmal nicht. Jetzt dreh dich doch bitte um. Ja, ab geht's, ne? Ich glaube, hier regnet es gerade. Ich frage mich, ob man jetzt noch mehr alte Steintafeln finden kann, weil die normalen Steintafeln, die sind ja irgendwie gar nicht mehr da, die Attribute erhöhen. Vielleicht kann man sich so noch mehr Mana bei Vatras holen, ich weiß es nicht. Adanos sei Dank, da bist du ja endlich. Wir dachten schon, du tauchst gar nicht mehr auf. Was? Wieso seid ihr schon hier? Du bist durch das Portal gegangen und wir folgten dir. Es dauerte nicht lang, da sind wir hier angekommen. Doch du warst nicht da. Wir sind schon einige Tage hier. Einige Tage? Wie kann das sein? Nachdem wir dich hier nirgendwo finden konnten, hat Nefarius versucht zu ergründen, was schiefgelaufen sein könnte. Er wirkte bisher ziemlich ratlos. Naja, du bist ja jetzt hier und kannst mit deiner Arbeit beginnen. Ja. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Wir haben eine Menge neuer Erkenntnisse gesammelt. Die Erdbeben scheinen hier tatsächlich stärker zu werden. Wir sind nicht mehr weit von ihrem Zentrum entfernt. Die Erbauer dieser alten Bauwerke hatten damals hier eine Stadt errichtet. So viel können wir schon mal sagen. Doch aus irgendeinem Grund ist ihre Kultur untergegangen. Bisher können wir allerdings nur Vermutungen anstellen, warum. Was ist mit Raven? In Ravens Brief war von einem Tempel die Rede und dass er versucht, hineinzugelangen. Wir sind einstimmig der Meinung, dass es sich dabei um einen Tempel Adanos handelt, den Raven zu entweihen versucht.
Die Erdbeben sind offenkundig das Resultat von unheiligen Beschwörungen, die ständig gegen einen mächtigen Zauber prallen. Die Tore des Tempels sind magisch verschlossen und genau dieser Zauber ist es, der die Steinwächter auferstehen lässt. Der Tempel wehrt sich. Wir müssen Raven aufhalten, bevor er ins Allerheiligste eindringen kann. Was will Raven im Tempel? Wir wissen nur, dass es sich um ein mächtiges Artefakt handelt, das irgendwie mit Adanos und Belia in Verbindung steht. Wir können wohl davon ausgehen, dass er damit nichts Gutes im Schilde führt. Raven ist nur ein ehemaliger Erzbaron, kein Magier. Wie soll er so eine Beschwörung durchführen? Vielleicht ist er es nicht selbst, sondern ein abtrünniger Magier, der in seinem Auftrag handelt. So oder so, wir müssen das Übel abwenden. Wie geht's jetzt weiter? Wir werden hierbleiben und weiter die alte Kultur studieren. Die alten Schriften der Erbauer bergen noch eine Menge Geheimnisse, die wir lüften müssen, wenn wir verstehen wollen, was damals hier geschehen ist. Du musst in der Zwischenzeit einiges für uns erledigen. Was soll ich tun? Du musst Raven finden und ihn daran hindern, den Tempel Adanos zu entweihen. Du meinst, ich soll ihn töten? Wenn das der einzige Weg ist, ihn aufzuhalten, in Adanos Namen, ja, sammle auf deinem Weg auch alle alten Reliquien und Niederschriften der Erbauer, die du finden kannst, und bringe sie zu uns. Wir müssen noch mehr wissen über dieses Volk und seinen Untergang. Nur wenn wir Ravens Pläne durchschauen, können wir sie auch durchkreuzen. Des Weiteren musst du einen Weg finden, die Sklaven zu befreien. Ist das alles? Das mache ich doch mit Links. Ich weiß, dass es viel verlangt ist. Sieh es als eine Chance, mein Vertrauen zurückzugewinnen. Ja, komm. Dein Vertrauen interessiert wirklich niemanden. Habt ihr schon eine Spur der vermissten Leute ausgemacht? Erst gestern haben wir die Leiche eines Fischers gefunden. Sie liegt unten, in einer der Ruinen im Osten. Sieht ganz so aus, als ob es ein Fischer aus Korinis gewesen ist. Das solltest du dir ansehen. Ich werde mich dann mal auf den Weg machen. Eine Sache noch. Raven hat eine Menge Banditen um sich geschart. In deiner Abwesenheit haben wir ein anderes Mitglied vom Ring des Wassers hierher geholt. Wir haben ihn in den Sumpf geschickt. Er kam nicht zurück. Wir vermuten, die Banditen greifen alles an, was nicht aussieht wie sie selbst. Besorg dir also eine Rüstung der Banditen. Nur so wirst du dich ihnen nähern können, ohne dass sie dich gleich angreifen. Intermezzo? Raven hat jetzt ein eigenes Kapitel bekommen? Interessant. Also, ich fände es hier immer cooler. Das verstehe ich generell oft bei Gothic nicht. Warum macht man nicht mehr mit Charakteren, die schon da sind? Zum Beispiel, wenn jetzt Cavalorn oder Garn oder wer auch immer oder Martin beispielsweise hier im Auftrag des Rings des Wassers unterwegs wäre, wäre das doch viel cooler. Weil dann hätte man schon Bezug zu den Leuten und wenn der dann da unten gefangen genommen werden würde und man könnte ihn befreien oder er stirbt sogar, hätte das immer mehr Tragweite, als wenn so ein Lance da ist. Weil wer ist Lance? Oder man lernt eben Lance vorher kennen. Aber, naja. Auf jeden Fall sieht es schon sehr geil aus hier. Hey, wie läuft's? Hör mal, seltsam, findest du nicht? Diese Teleportersteine scheinen nicht zu funktionieren und trotzdem hört man sie surren. Obwohl sie nicht aktiv sind, ruht trotzdem eine gewisse Energie in ihnen. Was glaubst du, müsste man tun, um sie zu aktivieren? Ich habe da so eine Ahnung. Ich brauche nur noch einen Beweis für meine Vermutung. Ich hatte schon vor Tagen so ein Gefühl, als hätte ich die Bauweise dieser Objekte schon früher einmal gesehen. Ich schätze, wir müssten ihnen eine verdammt große Menge an magischer Energie zuführen, damit sie wieder ihren Dienst verrichten. Wo hast du diese Teleportersteine schon mal gesehen? Du bist doch damals auch in der Strafkolonie gewesen. Sind dir diese Steine niemals aufgefallen? Ich bin ziemlich sicher, dass man sie heute noch dort finden kann. Was treibt diese Teleportersteine an? Die Erbauer waren ein sehr weit fortgeschrittenes Volk. Sie haben sich Eigenschaften der Magie zunutze gemacht, wie wir es noch nie gesehen haben.
Ein Netz von Teleportersteinen wurde aufgebaut, das die Erbauer schnell von einem Ort der Stadt in den anderen bringen konnte. Die Steine hier bilden offenbar eine Art Zentrum. Was könnte genügend magische Energie dafür aufbringen? Da fällt mir nur eins ein. Ein magischer Fokus. Ich meine einen der 5 Fokussteine, mit deren Hilfe damals die magische Barriere im Minental erschaffen wurde. Soviel ich weiß, hast du sie für uns vor einiger Zeit wieder beschaffen müssen. Ja, ich kann mich erinnern. Du sagtest, du brauchst einen Beweis für deine Vermutung. Man müsste einen magischen Fokus an diese Teleportersteine anschließen. Aber ich wüsste nicht wo. Wo sind die Fokussteine heute? Sie sind mir anvertraut worden. Ich soll sie verwahren, bis wir wieder Verwendung für sie finden. So wie es aussieht, ist es jetzt soweit. Ich habe genug gehört. Gib mir einen Fokusstein. Ich will versuchen, ob ich die Teleporter zum Laufen bringe. Na gut, aber pass gut darauf auf, hörst du? Saturas würde mich köpfen, wenn wir sie verlieren. Kannst du mir deine magischen Fähigkeiten beibringen? Ich kann dir zeigen, wie du deine magische Kraft erhöhst. Ich komme eventuell darauf zurück. Schon neue Erkenntnisse? Die Erbauer dieser Ruinen faszinieren mich. Nur schade, dass ihre Sprache so tot ist wie sie selbst. Ihre mächtigen Rituale und Beschwörungen waren auch keine Rettung für sie. Beschwörungen? Die Erbauer hatten eine starke Bindung zur Geisterwelt. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann glaubten sie, in ständigem Kontakt mit ihren Ahnen zu stehen. Hierzu wurden regelmäßig Beschwörungen und Rituale abgehalten, um die Geister um Rat zu bitten oder Erleuchtung zu erlangen. Wie funktionierten diese Geisterbeschwörungen? Die toten Wächter hatten ihre speziellen Formeln, mit denen sie die Geister besänftigten. Die Schilderungen, die ich hier finden konnte, sind jedoch teilweise sehr verwirrend. Nur selten erhalte ich klare Antworten auf meine Fragen. Die Untoten, die ich kenne, hatten nie viel zu sagen. Die Erbauer haben keine seelenlosen Untoten erschaffen wie Zombies oder andere böse Kreaturen. Bei den Geistern handelt es sich um die Seelen großer Krieger, Priester und Herrscher. Bisher habe ich keinen Zweifel daran, dass sie wirklich existieren. Wenn ich einen Geist sehe, dann sag ich dir Bescheid. Ja, ich bestehe darauf. Lehre mich die fremde Sprache. Es gibt nichts mehr, was ich dir noch zeigen könnte. Du beherrschst jetzt die Sprache der Erbauer. Ja, alles klar. Du so? Hey! Kannst du mir deine Fähigkeiten beibringen? Ich kann dich in der Kunst der Alchemie unterrichten. Und ich kann dir zeigen, wie du deinem Irrlicht beibringst, nach Gegenständen zu suchen. Lehre mich die Kunst des Tränkebrauens. Was willst du brauen? Nichts. Hast du das hier erwartet? Auf keinen Fall. Ich bin überwältigt, wie groß die Stadt gewesen sein muss. Die meisten Gebäude sind unter Stein und Erde verschüttet, aber die Ruinen, die die Zeit überdauert haben, sind über das ganze Land hier verteilt. Es müssen Tausende gewesen sein, die hier gelebt haben. Was werde ich da draußen finden? Im Osten gibt es eine große Festung in einem riesigen Sumpf. Soweit wir das von hier aus beurteilen können, haben sich die Banditen dort verschanzt. Wenn ich du wäre, würde ich nicht darunter gehen. Sie haben viele Vorposten und Wachen aufgestellt. Du meidest besser den Sumpf, bis du mehr Erfahrung hast oder einen Weg findest, die Banditen zu umgehen. Im Westen haben wir einige Piraten entdeckt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sie haben uns entdeckt. Scheint sie aber nicht sonderlich zu stören, dass wir hier sind. Erzähl mir mehr über diese Gegend. Was willst du wissen? Was ist im Norden? Wenn ich den Aufzeichnungen der Erbauer Glauben schenken darf, dann wirst du dort ein großes, von hohen Felsen umringtes Tal finden. Dürre und Wüstensand bestimmen dort die Landschaft. Mariordian, der hat wirklich was getan. Der hat sich die Gegend hier angeguckt und die Karten studiert. Der kann einem am meisten Informationen geben. Aber Saturas, was hat er gemacht? Er hat Lance umgebracht. Und er hat William nicht beerdigt. Perfekt. Wo komme ich hin, wenn ich nach Süden gehe? Das Land im Süden ist sehr zerklüftet. Serpentinenartige Wege, Wasserfälle und in Felsen gehauene Ruinen wirst du dort finden. Was war nochmal im Osten?
Der große Sumpf, die Gegend ist sehr gefährlich. Nicht nur die Banditen lauern dort, sondern auch äußerst gefährliche Tiere. Du solltest vorsichtig sein. Warst du schon mal im Westen? Nein, aber irgendwo dort muss die Küste sein. Ich vermute, dass die Piraten dort ihr Lager haben. Nicht weit von hier, im Osten, haben wir die Leiche eines Fischers gefunden. Das solltest du dir mal ansehen. Und was hat das mit den Piraten zu tun? Wo waren die Banditen nochmal? Sie haben eine Art Festung mit vielen Vorposten im Osten. Um dahin zu gelangen, musst du durch den großen Sumpf marschieren. Wo hast du die Piraten gesehen? Sie liefen nicht weit von hier im Westen umher. Ich glaube, sie waren auf der Jagd. Gibt es eine Karte dieser Gegend? Kronos hat eine angefertigt. Er überlässt sie dir bestimmt. Ja, der Kronos hat auch schon eine Karte angefertigt. Guter Mann. Es beruhigt mich ungemein zu sehen, dass du noch unversehrt hier angekommen bist. Wie kann es sein, dass ihr vor mir hier angekommen seid? Wir sind durch eine seltsame Dimension gereist. Wer weiß, welche Irrwege du genommen hast. Und jetzt? Kann ich das Portal nochmal benutzen? Wir sind ja direkt hier angekommen. Es funktioniert offensichtlich ganz gut. Ja. Ich werde dich natürlich darüber unterrichten, wenn ich den Verdacht habe, dass es anders sein könnte. Ja, genau. Ihr seid schon seit einigen Tagen hier. Ich bin irgendwo anders gewesen in der Zwischenzeit. Ihr habt noch Lance geholt. Aber funktioniert offensichtlich sehr gut. Was hast du bisher hier gemacht? Ich studiere die Geschichte der Erbauer und versuche zu verstehen, warum sie das Portal verschlossen haben. Es sieht ganz so aus, als wollten sie damit die untergegangene Stadt vor dem Rest der Welt verstecken. Schreckliche Dinge sind hier vor vielen Jahren geschehen. Etwas Grauenvolles hat sich ihrer bemächtigt. Wenn man ihren Aufzeichnungen Glauben schenken darf, dann gab es kurz vor dem Untergang der Stadt einen fürchterlichen Bürgerkrieg. Die Straßen standen in Flammen und eine alles verschlingende Flut besiegelte schließlich das Schicksal der Erbauer. Die wenigen, die dieses Inferno überlebten, verschlossen diesen Teil der Insel in der Hoffnung, das Chaos hier einzusperren. Sagtest du gerade, es kam eine Flut? Adanos selbst ist ihnen erschienen, um den Wahnsinn zu beenden. Er machte diese Stadt dem Erdboden gleich. Was hat die Erbauer denn so aufgebracht? Jemand aus ihren eigenen Reihen hat sich dem Bösen verschrieben. Er war ein großer Feldherr, namens Quahodron. Heimgekehrt aus einer erfolgreichen Schlacht, außerhalb der schützenden Mauern dieser Stadt, brachte er das Übel mit sich. All seine Anhänger verfielen kurze Zeit später dem Wahnsinn und begannen, das gemeine Volk zu bekämpfen. Der darauffolgende Bürgerkrieg legte alles in Schutt und Asche. Und wir Narren haben das Portal wieder geöffnet. Wohl ist mir dabei auch nicht, das kannst du mir glauben. Aber was hatten wir schon für eine Wahl? Wenn wir nicht aufhalten können, was hier am Werke ist, dann wird es Corinus vielleicht genauso ergehen wie einst den Erbauern dieser alten Stadt. Was glaubst du, werden wir hier finden? Darüber kann ich nur Vermutungen anstellen. Du solltest mal mit Saturas sprechen. Er hat da so eine Ahnung. Also, ich möchte alles, aber nicht mit Saturas sprechen. Schön, dich zu sehen. Wir befürchteten schon das Schlimmste. Alles halb so wild. Wie sieht's denn aus? Es ist eine sehr gefährliche Gegend hier. Einige von den Tieren hier in der Gegend hat niemand von uns jemals zuvor zu Gesicht bekommen. Ganz in der Nähe gibt es einen großen Sumpf, der sich einige hundert Jahre unbemerkt entfalten konnte. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht von den Biestern aus diesem Sumpf angegriffen werden. Ich rate dir, vorsichtig zu sein, wenn du hier herumspazierst. Gibt's was Neues über die Steinwächter? Wir haben schon einigen von ihnen den Chaos gemacht. Sie stehen wie zur Salzsäule erstarrt da und regen sich nicht. Doch der Schein trügt. Wenn du zu nahe an sie herangehst, werden sie dich angreifen. Es besteht kein Zweifel, dass die Quelle ihrer Macht hier irgendwo zu finden ist. Lass uns handeln. Er fordert Kenntnisse des dritten Kreises der Magie. Krass. Ja, ich glaube, ich brauche hier nichts.
Dann würde ich doch sagen, wir aktivieren schon mal das erste Ding. Ich habe einen der Teleportersteine aktiviert. Das sehe ich. Habe ich also doch recht gehabt. Ich habe mit den anderen schon darüber gesprochen. Wir wollen, dass du versuchst, alle Teleportersteine zu aktivieren. Es wäre bei unseren Nachforschungen eine große Hilfe, wenn wir schnell von einem Teil der Stadt in den anderen gelangen könnten. Hier hast du einen weiteren Fokusstein. Aktiviere sie alle, wenn du kannst. Ich werde es versuchen. So, Opa. Hey. Welches arme Schwein habt ihr in den Sumpf geschickt? Sein Name war Lance. Ich fürchte, er ist nicht sehr weit gekommen. Wo werde ich eine Banditenrüstung finden, die mir passt? Im Westen scheint es ein Lager der Piraten zu geben. Soviel wir wissen, stehen sie in Kontakt mit den Banditen. Ich denke nicht, dass sie dich angreifen werden, wenn du zu ihnen gehst. Vielleicht kannst du bei ihnen Hilfe finden. Nefarius erzählte mir von einer Flut. Es steht geschrieben, dass Adanos selbst vom Himmel herabstieg, um die Ungläubigen zu strafen und sie ins Reich der Toten zu verbannen. Entfacht von seinem heiligen Zorn ließ er das Meer auf die Erbauer dieser Stadt herabfallen und fegte sie hinfort. Der Sumpf im Osten ist noch ein Zeuge dieser Ereignisse der Vergangenheit. Was kann Adanos so zornig gemacht haben? Der Tempel dieser Stadt war einst ein großes, strahlendes Bauwerk. Alle verehrten ihn und beteten zu unserem Gott Adanos. Rademis, der Sohn des Feldherrn Quahodron, entweihte den Tempel. Einer nach dem anderen verfiel daraufhin dem Bösen. Ich vermute, das konnte Adanos ihnen nicht verzeihen und seine Rache kam über das Land. Umso wichtiger ist es, dass wir Raven aufhalten. Er ist im Begriff, genau das Gleiche zu tun. Adanos möge dich schützen. Ich frage mich, wie Adanos sich verzeihen kann, dass Satoros hier der Anführer ist. Schon cool hier aus. Ich glaube, ich hole einmal mal einen guten Lenz ab. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Glaube auch. Oh shit. Ich glaube, ich sterbe. Ah, vielleicht auch nicht. Hey. Nein. Gar nicht mal so unknapp. So eine Heilung. Obwohl, ich habe ja mein Fleisch.
Da ist der Lenz. Schon krass aus hier. Na komm. $1,300 ist so ein Ding wert. Ich habe ja schon öfter in anderen LPs gefragt, was ihr so meint. Wer diese Notiz überhaupt an William gegeben hat. Wir haben viele von euch vermutet, dass es Lucia war. Was ich auch ganz naheliegend finde. Wow. Na, ruhig bleiben. Mehr Erfahrung als sonst. Die haben sonst schon gute Erfahrungen gegeben. Ich glaube, mit dieser Ausrüstung wird Jagen da sehr gut machbar. Dann mache ich mir da jetzt nicht mehr so viele Sorgen. Vor allem, wenn ich jetzt zwei Level-Ups habe, dann kann ich ja auch einmal zurück nach Corinnes und kann da den Stärketrank lernen. Ich weiß gar nicht, wie viele Drachenwurzeln haben wir? 6 Stücke. Störe? 18. Ja, perfekt. Ich glaube, ich habe irgendwie so ein Tastatur verklemmt. Das war ein paar Dietriche kaputt gemacht. Für Dietriche habe ich eigentlich noch. 46, na gut, das sollte ja noch ein bisschen reichen.
Snapper da unten. Oh shit, die greifen die Sumpfratten an. So, kreucht hier noch irgendwas rum? Außer Alligator Jack. Ich würde einmal gerne hier oben noch umschauen. Da auch noch was liegen. Kleiner Feuersturm. Shit. So, da können wir noch einmal wegen Lance Bescheid geben. Dann können wir pennen gehen und dann sehen wir mit Alligator Jack los. Hey! Ich habe Lances Leiche gefunden. Möge seine Seele in Adanos Reich eingehen. Pass auf dich auf, mein Sohn. Noch so einen Verlust dieser Art will ich nicht beklagen müssen. Ich habe hier Lances Aquamarinring. Am besten du gibst ihn mir, damit er nicht in falsche Hände gerät. Adanos möge dich schützen. Dich auch. Ich will keinen Ärger. Das ist auch ein Punkt, der mir nicht so gut gefällt. Das ist ab irgendeinem Punkt auch einfach lächerlich. Ich will keinen Ärger. Kann ich hier schlafen? So, dann gehen wir mal zu Alligatoren Jacques. Was bist du denn für einer? Du siehst nicht aus wie die anderen. Welche anderen? Na, die Magier, die sich da drüben bei den Ruinen herumtreiben. Gehörst du etwa auch zu dem Verein? Ziemlich mutig von dir, hier alleine rumzulaufen. Wer bist du? Du hast sicher schon von mir gehört. Ich bin Alligator Jack. Gefürchtet im ganzen Land. Ich gehöre zu den wohl gefährlichsten Piraten in dieser Gegend. Mit unserem Kapitän Greg haben wir mehr Handelsschiffe geentert, als ich zählen kann. Du stehst hier sozusagen vor einer lebenden Legende. Aber was er nicht sagt, ist, wie weit er zählen kann. Kennst du einen Kerl namens Raven? Na klar, er ist der Anführer der Banditen im Osten. Was willst du denn von dem? Ich muss ihn töten. Was denn, du? Wie willst du das denn anstellen? Ist der Kerl nicht eine Nummer zu groß für dich? Du kommst ja nicht mal an ihn heran. Die Banditen, die er um sich geschart hat,
werden dir vorher das Fell abziehen. Du kommst doch noch nicht mal an ihren ersten Vorposten vorbei. So wie du aussiehst, kriegen die Banditen doch schon das Jucken in den Fingern, wenn sie dich von Weitem sehen. Ich habe eine bessere Idee. Du kommst mit zu uns. Und da denkst du erstmal gründlich darüber nach. Nachdem du erstmal unseren guten, selbstgebrannten Rum probiert hast, sieht die Welt schon ganz anders aus. Ich brauche eine Banditenrüstung. Was willst du denn damit? Die bringt dir nur Ärger ein, wenn du dich damit irgendwo sehen lässt. Jeder wird dich für einen Banditen halten und versuchen, dich zu töten. Hört sich gut an. Ja, aber nur für jemand, der lebensmüde ist. Hast du eine Ahnung, wo ich eine solche Rüstung finden kann? Wir hatten mal eine bei uns im Piratenlager. Aber ob sie noch da ist, weiß ich nicht. Euer Captain heißt Greg? Richtig. Er ist der größte Pirat, den die See jemals hervorgebracht hat. Ich glaube, ich kenne euren Captain. Er ist mir in Korinis begegnet. Greg? In Korinis? Unsinn. Greg ist mit einigen Jungs auf großer Kaperfahrt. Das Einzige, was Greg nach Korinis bringen würde, wäre eine Sträflingsgaleere des Königs. Er ist einer der meistgesuchten Männer im Land. Freiwillig geht er bestimmt nicht in die Stadt und lässt sich von der königlichen Garde in den Kerker werfen. Wenn du meinst, wo ist euer Piratenlager? Siehst du den Höhlendurchgang da drüben? Wenn du da durchgehst und weiter nach Westen gehst, kommst du früher oder später zu unserem Strand. Da haben wir unsere Blockhütten. Wenn du willst, kann ich dich hinbringen, wenn du mir einen Gefallen tust. Und das wäre? Bevor ich zum Lager zurück kann, muss ich erst noch Fleisch für die Jungs besorgen. Du bist ein kräftiger Kerl. Ich könnte deine Hilfe bei der Jagd gebrauchen. Interessiert? Erzähl mir mehr über euch, Piraten. Wir leben hier schon seit Jahren. Damals, vor dem Krieg, kannte uns jeder von hier bis zum Festland. Allein unsere Flagge verbreitete Angst und Schrecken unter den Kauffahrern. Aber die Zeiten sind nun vorbei. Schon seit Wochen haben wir kein Handelsschiff mehr vor dem Bug gekriegt. Unser Kapitän Greg ist los und versucht nochmal eins zu erwischen. Wir anderen sitzen in unserem Lager und drehen Däumchen, bis er wieder da ist. Hoffentlich bringt er fette Beute mit. Was jagst du denn? Normalerweise nur Alligatoren. Aber die kann man nicht essen. Außerdem gibt es hier in der Gegend auch gar keine mehr. Also nehme ich das, was da ist. Sumpfratten. Was? Die meisten Viecher, die es hier gibt, schmecken wie eingeschlafene Füße. Oder sind zäh wie Alligatorfleisch. Die fetten Sumpfratten sind das Einzige, was einigermaßen genießbar ist. Lass uns jagen gehen. Gut. Zu zweit ist es ein Kinderspiel. Bist du bereit? Aber sicher. Ja. Gut. Bleib mir einfach auf den Fersen. Und da. Einer. Ist so geil, dass er hier auch plündert. So ein nettes Detail. Diese neuen Bäume sind richtig schön hier. Die machen schon was her, die Bäumchen. Der Talkessel. Hier müssten einige von den Biestern sein. Folge mir. Beine! Kein
Mistvieh weniger. Alles meins. Das habe ich befürchtet. Was? Die paar Viecher hier sind gerade mal die Hälfte von dem, was ich brauche. Jetzt müssen wir in den Canyon. Pass auf, tiefer im Canyon wird's brandgefährlich. Wenn dir dein Leben lieb ist, bleib schön dicht bei mir. Was ist im Canyon? Wenn es irgendwie geht, meiden wir das Gebiet. Dort gibt es Razor. Ziemlich zähe Biester. Halt dich von denen fern, wenn du an deinem Leben hängst. Gut, lass uns gehen. Alles klar. Ich gehe aber mal kurz hier. Weit kann Alligator Jack ja eh nicht kommen, der hat ja oben nochmal einen Dialog. Ich kann mir so lange hier den Ring holen. Langbogen. Mittlere Wunden heilen. Einer Talentbonus 10. Sehr, sehr nice. Dann war Kämpfer 51. Immer dieses klassische Problem hier. Da will man immer rüberspringen, aber kriegt es nicht hin. Schon. Du kommst nicht von hier, oder? Scheinst eine weite Reise hinter dir zu haben. Beschäftigt? Hör bloß auf. Henry will, dass ich hier die ganzen Bäume abholze. Henry? Er führt unseren Trupp an. Er steht die ganze Zeit vor unserem Lager und hält große Reden. Mehr Einsatz für die Gemeinschaft und so ein Dreck. Dabei macht er selber keinen Finger krumm. Wo ist euer Lager? Du gehst einfach den Weg hier weiter Richtung Westen. Dann kannst du Henry schon herumstehen sehen. Henry ist euer Anführer? Ja, der Anführer von unserem Entertrupp. Unser Captain ist Craig, aber der ist zurzeit nicht da. Ich muss weiter. Hey, wenn du zu unserem Lager gehst, kannst du Henry was von mir ausrichten. Die Bäume hier sind verdammt hartnäckig. Er wird noch eine Weile auf sein Holz warten müssen. Sag ihm das. Werde ich. Ein Jagdtalent. Meine Fresse, wenn du so weitermachst, kann ich demnächst im Lager bleiben. Hier, nimm das Sumpfrattenfleisch und bring es zu Morgan, dem Faulpelz. Du findest ihn bei uns im Lager. Er liegt sicher wieder irgendwo am Strand.
Ich denke, er wartet schon drauf. Am Eingang unseres Lagers steht meistens Henry und passt auf, dass uns die Banditen nicht angreifen. Wenn er dich nicht reinlassen will, sag ihm einfach, dass ich dich geschickt habe. Vielleicht ist er dann ein bisschen umgänglicher. Henry ist etwas übereifrig und markiert immer gerne den Boss. Kannst du mir was beibringen? Klar! Ich bin ein guter Jäger. Ich kann dir zeigen, wie man Tiere enthäutet und ihnen die Zähne zieht. Wenn du willst, bringe ich es dir bei. Unterrichte mich. Was soll ich dir beibringen? Wenn du mich suchst, ich bin meistens irgendwo in der Nähe meines Lagerplatzes vor den Palisaden. Palisaden? Geh einfach weiter Richtung Westen. Dann siehst du, was ich meine. Oh, alles klar. Wüstenratten. Hier. Dass Ratten kein Fleisch mehr haben, ne? Wo kommst du eigentlich her? Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Gib mir den nächsten Fokus. Natürlich. Hier hast du ihn. War's schwierig? Wie man's nimmt. Ich könnte ein wenig Unterstützung brauchen. Ich kann dir etwas Gold geben. Würde das helfen? Schaden tut's nicht. Mal sehen. Hier hast du ein paar Goldmünzen. Ach, übrigens, bevor ich es vergesse, Saturas möchte dich sprechen. Du solltest so bald als möglich zu ihm gehen. Na gut, dann bringen wir es hinter uns. Gut, dass du kommst. Wir haben neue Erkenntnisse, die wir dir mitteilen müssen. Dann lass mal hören. Die versunkene Stadt trug einst den Namen Yarkendal. Es gab 5 Herrscher in dieser Stadt, die sich die Macht über ihr Volk teilten. Jeder dieser Herrscher hatte ein Herrenhaus, in dem er lebte und wo er seine Habe aufbewahrte. Auf deiner Suche nach den Reliquien der alten Kultur scheint es daher unerlässlich, dass du diese Herrenhäuser durchsuchst. Wo soll ich nach diesen Herrenhäusern suchen? Riordian hat sich mit der Struktur der Gebäude von Yarkendal beschäftigt. Er wird dir sagen, wo du nach den Herrenhäusern suchen sollst. Was ist, wenn es diese Herrenhäuser gar nicht mehr gibt? Wenn du die Häuser nicht finden kannst, dann sind sie vermutlich mit der Stadt untergegangen. Doch sollte es sie noch geben, wäre das von unschätzbarem Wert für unsere Studien. Adanos möge dich schützen. Alles klar, dann gehen wir mal zu Riordian. Saturas schickt mich. Ich soll die 5 Herrenhäuser von Yarkendal durchsuchen. Ich habe lange dafür gebraucht, aus den Niederschriften der Erbauer den Standort der Herrenhäuser zu finden. Aber jetzt kann ich es dir genau sagen. Wo finde ich die 5 Herrenhäuser? Das Haus der Gelehrten ist eine große Bibliothek. Sie muss irgendwo weit im Norden sein. Das Haus der Krieger war damals eine von Felsen umringte Festung im Osten. Die Priester und die Totenwächter hatten ihre Behausung nahe beieinander. Du solltest sie im Südwesten finden. Und die Heiler hatten ihr Haus der Genesung im Südosten. Wenn diese Häuser noch stehen, dann wirst du sie an ihrer Bauweise erkennen. Sie sind erhöht. Eine steile Treppe führt in den von hohen Säulen verdeckten Eingang. Ja, da weiß ich ja Bescheid. So, und den Kenny gehen wir später. Ja, ganz ehrlich, wir sind bald schon wieder Level up. Oh shit. Da können wir ja schon wieder nach Korinus gehen und Stärketränke lernen. Thank you.
Es war wirklich eine gute Entscheidung, sich die Crawler-Plattenrüstung zu holen. Ich glaube, ohne die Crawler-Plattenrüstung würde ich hier ganz schön auf die Fresse bekommen. Shit, Alter, macht nicht viel Schaden, wenn ihr an den Rücken haut. Richtig gefährlich. Oh, die prügeln sich da hinten auch. Das könnte ich eigentlich zu meinen Gunsten ausnutzen. Und eben schnell in den Rücken fallen. Oh, fuck. Ja, das war's schon mal für einen. Ja, läuft doch gut. Läuft doch mal wieder sehr gut. Schaffe ich es darüber? Oh. Da hätte man sich eigentlich schon die Beine gebrochen. Die Bäumchen haben so. Ist hier nur um sich. Sieht ein bisschen komisch aus, aber sonst ist die Gegend sehr schön überarbeitet hier. Ich glaube, da oben ist eh nichts. Nur der Mix aus... Ich habe vergessen, wie diese Bäume heißen. Aber der Mix aus Tannen und diesen anderen Bäumen, ich finde, der passt nicht ganz. Halt! Freund oder Feind? Feind. Du willst wohl, dass ich dir den Arsch versohle, du Spaßvogel. Sag, was du hier willst, oder verschwinde ganz schnell wieder. Ich will da rein. Tatsächlich? Das kostet dich aber eine Kleinigkeit. 500 Goldstücke. Was? Wofür? Jetzt stell dich mal nicht so an. Hier im Lager gibt's eine Menge Sachen, die für dich interessant sein könnten. Du hast doch Gold, oder? Können wir uns nicht irgendwie einigen? Nun, gib mir einen Grund, dann wird's vielleicht billiger für dich. Malcolm schickt mich. Ich soll dir sagen, das mit dem Holz wird noch eine Weile dauern. Ja, ja, hätte ich mir ja denken können. Das dauert mal wieder ewig. Ich soll morgen dieses Fleisch bringen. Aha, und wer schickt dich?
Alligator Jack. Er sagt, morgen wartet schon darauf. So, so. Er selbst hat wohl keine Lust, was? Was machst du hier? Wonach sieht's denn aus? Ich muss dafür sorgen, dass diese elenden Jammerlappen hier die Palisade rechtzeitig fertig kriegen. Wenn das nicht klappt, wird Captain Greg mir in den Arsch treten. Nebenbei passe ich auf, dass hier nicht jeder einfach so reinstiefelt. Wofür baut ihr die Palisade? Na, um es den Banditen nicht so leicht zu machen. Die Bastarde werden immer dreister. Sie streunen schon seit Tagen um unser Lager herum, wie Haie um einen Schiffbrüchigen. Ein paar von den Mistkerlen haben sich beim Turm etwas südlich von hier verschanzt. Aber ich bin mir sicher, das ist nur die Vorhut. Sollten sie tatsächlich so dumm sein und einen Angriff versuchen, werden wir sie gebührend empfangen. Warum sollten die Banditen euch angreifen? Weil Krieg ist zwischen ihnen und uns. Was meinst du denn? Am Anfang war alles ganz locker. Wir haben sie hergebracht, sie sind in ihren Sumpf marschiert und haben uns in Ruhe gelassen. Aber mittlerweile greifen die Mistkerle jeden an, der nicht zu ihnen gehört. Was weiß ich, welcher Teufel sie reitet? Kann mir vorstellen, dass sie scharf auf unsere Boote sind. Es gibt nämlich keinen anderen Weg, um von hier wegzukommen. Frag mal Skip zu dem Thema. Der war bei ihnen und ist gerade mal ebenso mit dem Leben davongekommen. Ist eine interessante Geschichte, die er da zu erzählen hat. Nur schade, dass du sie nicht hören kannst. Du hast nämlich noch nicht deinen Wegzoll bezahlt. Wegen der Banditen im Turm. Ja? Sie sind erledigt. Hast du das ganz alleine fertiggebracht? Alle Achtung! Aus dir kann noch mal ein richtiger Pirat werden. Greg ist dein Boss? Allerdings. Und für dich immer noch Captain Greg, dass das klar ist. Er ist ein großer Mann. Wenn du ihm begegnest, solltest du ihm nicht krumm kommen. Das würde dir nicht bekommen. Leider ist er momentan nicht im Lager. Sein Stellvertreter heißt Francis. Er sitzt den ganzen Tag vor Gregs Hütte und glotzt uns bei der Arbeit zu. Lass mich rein. Du hast mir eine Nachricht von unseren Holzfällern überbracht? Du willst für Alligator Jack den Laufburschen spielen und das Sumpfrattenfleisch zu morgen bringen? Und was am besten von allem ist, du hast uns die Galgenvögel am Turm vom Hals geschafft. Hätte nicht gedacht, dass du das alleine schaffst. 100 Goldstücke. Oder du verschwindest wieder. Ganz einfach. Wenn man jetzt Skips Paket noch mitbringt, was Corin ist, also vom Baltram, dann kommt man umsonst rein, ne? Gut. Wie hast du das Gold? Danke. Willkommen in unserem Lager. Wenn du vorhast, bei uns anzuheuern, muss ich dich enttäuschen, Junge. Der Captain ist mit der halben Besatzung auf Kaperfahrt gegangen. Und er ist der Einzige, der entscheidet, wer bei uns anheuern darf. Aber du kannst bleiben, bis er wieder da ist. Vorausgesetzt, du machst hier keinen Ärger. Wie sieht's aus? Quatsch mich nicht voll. Hey. Alles klar? Nein. Ich stehe nicht auf Hämmern. Du würdest dich, glaube ich, gut mit Alvin verstehen. Ach ja, das ist schon schön hier, muss man sagen. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns dann hier um. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.